Wer wie was? Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Titan 2 mit Freaks LP. Hallo, hallo, hallöchen. Und wir gehen in 3, 2, 1 jetzt auf den Server. Hui, ja, auf jeden Fall sind wir gerade erstmal wieder alleine. Es haben gerade schon ein paar Leute aufgenommen, haben wir gesehen. Ja. In unserem schönen Titan Client, im Titan Control Tool, wie auch immer. Und ja, ne? Deswegen, wir wollen jetzt hier wieder runter, habe ich gehört. Genau. Wir wollen jetzt erstmal versuchen, jetzt, wenn Tag ist, versuchen wir Äpfel zu kriegen und in der Nacht versuchen wir Monster zu töten, um möglichst eine Karotte zu bekommen und Spinnaugen von den Spinnen. Oh, hier wartet ein Skelett. Genau. Und wir haben halt mehrere Taktiken. Ne? Also, genau. Knochen mitnehmen. Hast du mitgenommen, die Knochen? Ja, 3 Stück habe ich. Warte mal, was wollten wir jetzt mit den Knochen? Also genau. Karotten. Genau. Nee, und Melonen. Genau, ich wollte gucken, ob ich Melonen-Seeds noch hab. Das wollte ich gucken. Ja, ich hätte ja 4 oder 5 Melonen. Hab. Ja, genau. Und die auch definitiv nicht wegschmeißen, weil wir möchten uns gerne halt Heiltränke machen. Noch. Weil das ist halt eigentlich relativ schlau, die so ein paar Heiltränke zu machen. Du bist schon wieder, ach da. Okay. und ja, wir bauen jetzt erstmal ein paar Blätter ab und warten, bis die Nacht über uns hereinbricht, damit wir halt jetzt erstmal wirklich, dann gleich schnell die Monster töten können. Und, da habe ich noch einen Apfel und, mit den Äpfeln wollen wir halt jetzt noch ein paar Dia- und Goldäpfel machen. Und ich habe noch einen Apfel. Noch habe ich gar keinen bekommen. Bau die mal mit dem Titanschwert ab, falls du es noch nicht machst. Ich weiß nicht, ob das eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt oder so, keine Ahnung. Aber bau es einfach mit dem Titanschwert ab, weil es passiert ja nichts mit dem Scheißschwert. Aber es geht einiges schneller. Ja, klar. Und es passiert ja eh nichts mit dem Titanschwert, ne? Ja, ist ja unzerstörbar, glaube ich. Also von der Haltbarkeit her. Genau, und ich baue hier auch gerade die ganz normalen Bäume ab, also nicht diese XXL. Und ich habe schon wieder einen Apfel. Ich habe jetzt schon 4 Äpfel. Ich habe... Wie viele Äpfel brauchen wir nochmal für einen Dia-Äpfel? Oh, es war klar. Ja. Weil TobiCraft und Venation waren nämlich... TobiCraft, genau. und Venation. Habe ich gerade Venation gesagt? TobiCraft und Venation, ja. Ja, okay, gut. VeniCraft und TobiNation waren nämlich gerade eben auch schon drauf. Und wir hatten in der Zeit nochmal so ein bisschen den Titan Launcher durchgegangen, sind nochmal ein paar Teams durchgegangen und sowas. Und dann waren die gerade geleftet und wir dachten uns fast, dass sie nochmal draufkommen. Das Problem ist einfach nur, wir sind ja jetzt gerade an der Oberfläche, deswegen müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Ich sneak mal ein bisschen. sicher. Ja. Nicht, dass die halt hier in der Nähe sind, weil dann haben wir nämlich ein großes Problem, weil gegen die können wir es echt nicht aufnehmen. Ja, vor allem, wir haben keine Dia-Äpfel mehr, deswegen, wir haben überhaupt keine Chance gegen die. Genau, und wir haben auch nichts zum Heilen im Moment. Wir haben keine Dia-Äpfel, wir haben einfach nichts zum Heilen und deswegen, das ist halt echt ein großes Problem, gegen das wir uns jetzt hier gerade stellen. Ja, weil ohne die Dia-Äpfel hätten wir gegen Soul True auch nicht gewonnen. Nee, aber die hatten ja auch Dia-Äpfel und, Ne, also die haben ja auch ein paar ein oder zwei Dia-Äpfel gesnackt. Und deswegen ist halt so, die Sache, so, ich habe jetzt 5 Äpfel. Meinst du, das reicht erstmal? Ich habe 4, ja. So viel Dias haben wir eh nicht. Also für Goldäpfel könnten wir, also wir könnten noch Goldäpfel machen, aber für Dia-Äpfel reicht das dann eh nicht mehr. Wie viel Dias braucht man denn pro Dia-Apfel nochmal? Wenn du davor Goldäpfel machst, 4. Wenn du aus einem normalen Apfel einen Dia-Apfel machst, 8. Ja gut, 4 brauchen wir. Dann können wir, warte mal, ich habe 15 Dias. Ich habe 14 oder so, glaube ich. Das heißt... Jo, kämpfen. Ja, wahrscheinlich. Soll ich nochmal schreiben? Du kennst die Antwort, oder? Okay. Ja, du hast auch gerade rumgeleckt irgendwie. Ja, du bist mal hier geflogen. Oh, hier ist ein Creeper. Gunpowder brauchen wir auch. Ja. Da hinten steht noch ein Zombie, schnell hin da. So, ja, sollen wir jetzt was schreiben? Schreib du mal irgendwas. Ich habe letztes Mal geschrieben, ich bin hier immer der Assi sein. Ja, was soll ich denn schreiben? Du kennst die Antwort, oder?
Das wäre aber auch scheiße. Hätte ich jetzt gedacht. Nee, weiß ich nicht. Was, keine Ahnung, schreib irgendwas. Irgendwas, okay. Ich Alter, irgendwas. Hä? Warte mal, Jiki, warte mal. Wow, pass auf. Was ist los? Ach so. Nice. Warte mal, hier geht was runter. Warte mal, Justin, hier. Was ist das hier? Ach, oh, es wird dunkel, oder? Warte. Ja. Ist dunkel? Ja, ja, nice. Okay, gut, wir gehen doch nicht. Ja, guck mal, da unten, da ist nämlich hier Cobblestone gewesen, bis hier hoch. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht da runtergehen sollten und da eine Base ist oder so, aber nee, ich schreibe jetzt einfach nichts. Aber wir schreiben jetzt echt nichts, richtig asozial. Wir haben es nicht gesehen. Ja, selbst wenn, Alter, als ob. Ja, wir schreiben ja eh nur, nee, kein, nee, ja, nee. Dann regen sie sich auch nur wieder auf. Dann kommt wieder so, ach Jungs. Genau. Ja, wir kämpfen, ja. Dann lass mal hier bleiben, hier bei den, unter den Bäumen könnte relativ viel. Das ist ja so die allgemeine Antwort, die ich hier mal wieder erklären muss. Wir kämpfen nicht gegen V-Nation, weil wir gegen die eh keine Chance haben. Wir kämpfen natürlich jetzt auch soon as possible, bis wir uns hier jetzt so equipped haben, wie wir es wollen. Wir bleiben, gehen auch eigentlich nicht mehr farmen, sondern wollen halt jetzt nur noch ein paar Tränke haben und Schwerter mit Peuschen-Effekten. Und genau, dann kämpfen wir natürlich auch gegen andere Teams, wo wir auch eine Chance haben. Boah, und nicht, zum Glück. Wo wir schon wissen, dass wir instant verrecken würden. Weil wir es einfach überhaupt nicht auf die Kette kriegen würden, weil die halt so gut, so gut eingespielt sind, so gut halt ein gutes Team sind. Was man ja einfach mal sagen muss. Mehr Skill. Ja, die haben mehr Skill, es ist ein gutes Team und deswegen hätten wir ja keine Chance dagegen. Wieso sollten wir dann gegen die kämpfen? Das ist ja wir hätten halt selbst unschlau, mit, ne? Hier steht ein Ofen. Da stehen mehrere Öfen. Ja, das ist doch da, wo wir hier gerade eben, wo wir gefightet haben. Wir sind hier gerade da, wo wir gerade letzte Folge genau, gefightet haben. Genau, hier habe ich mich durchgebaut. Ja, ja. Genau, und also deswegen, das wäre ja dumm. Deswegen war nur so kurz als Erklärung, warum wir ja halt nichts sagen, warum wir jetzt auch nichts machen, weil es ist halt, die wissen die Antwort. Die wissen die Antwort noch vom letzten Mal, dass wir nicht gegen die kämpfen werden. Wenn die uns finden, finden die uns, dann ist halt Pech. Dann müssen wir natürlich kämpfen oder probieren halt irgendwie uns aus der Misere zu locken oder sowas, wie auch immer, ne? Aber es ist halt einfach so, dass wir jetzt erstmal nicht gegen die kämpfen möchten, sondern auch noch andere Teams quasi auf unserer Liste haben, gegen die wir kämpfen wollen. Ja, wir hätten halt wir hätten selbst, wenn wir Dia-Äpfel hätten, wahrscheinlich keine Chance. Und wir haben jetzt gar nichts zum Heilen. Wir haben keine Dia-Äpfel, wir haben nichts, nicht mal Goldäpfel. Wir haben keine Tränke, wir haben keine Goldäpfel, wir könnten jetzt eigentlich mal Dia-Äpfel machen. Wo bist du überhaupt schon wieder hin? Jetzt schreiben die Leute auch wieder, boah, wir haben mal wieder Koordination, wie nichts Gutes. Na. Bei einem Haus bist du? Ja, ich habe ein Haus gefunden. Jetzt ist die Frage, wo, ne? Ich laufe jetzt oben auf den Bäumen rum. Da, ach so, ja, hi. Hi. Okay, nee, auf jeden Fall, und deswegen, wäre ein bisschen verrückt. Und eigentlich die, also ich denke mal auch nicht, dass die jetzt nur gejoint sind wegen, also die probieren uns gerade zu finden. Könnte ich drum schwören, weil die wussten ja beim letzten Mal auch schon, dass wir nicht fighten und ja, keine Ahnung. Warte mal, Justin. Ja. Läufst du da draußen? Ja, das bist du. Ja. Mein Gott, ey, da muss der, das ist so ein eben Psycho, dachte ich auch schon, so ein Psycho-Ding einfach. Und hier spawnt einfach kein einziger Mob. Was denn hier los? Ist ein Creeper und ein Skelett, aber kein, keine Spinne oder kein Zombie. Das ist doch ätzend. Wo bist du schon wieder? Ich komm. Wir müssen warte, echt warte, ich höre einen Zombie. Da. Bitte. Schade. Nee. Ja, das ist so ätzend, ne? Wir müssen jetzt echt zusammenbleiben, ne? Wir können nicht einfach irgendwie beide in irgendeine Richtung rennen. Das ist scheiße, weil wenn dann wirklich einer von den, oder wenn die beiden jetzt hier aufschlagen, dann haben wir noch mehr Arschkarte als eh schon. Ja, ich komme zurück zum Haus. Mhm. Oh, hier ist eine Spinne. Ich habe eine Spinne gefunden. Bitte nice. Spinnenaugen. Ja, ich habe ein Spinnenauge. Nice. Gut. Ach Gott, ich Brauchstand. Ich glaube, die Brauchstände hast du. Oh, hier ist noch ein Skelett. Hallo, Skelett. Könnte, noch eine Spinne. Sein, dass ich die habe. Wobei, nee, die hast du in, ach ja, aber den Rucksack hast du mir gegeben. Hier ist noch ein Zombie. Nice. Aber war nichts mit Karotte. Oh, hier ist noch ein Skelett. Du, hier ist aber Party gerade ein bisschen. Oh, es regnet. Da ist ein Zombie. Nice. Oh, noch einer. Oh, da ist noch eine Spinne. Ja. Zack.
Hier hinten war auch noch irgendwo eine Spinne. Da. Da. Und genau. Ein Creeper. Ja, da sind auch zwei Creeper. So, nice. Oh, hier spawnt jetzt ordentlich was. Hier noch ein Zombie. Wo, oh, warte, ich habe hinter mir auch noch einen gehört. Oh, bitte Karotten, Alter. Wir brauchen unbedingt eine scheiß Karotte. Das kann nicht sein, dass wir keine Karotten kriegen. Da ist ein Zombie. Ah, oh, das wäre richtig geil jetzt. Ja, wow. Wo bist du echt aufpassen? Ah, ich bin schon wieder. Wir sind schon wieder auseinandergerannt. Ja, ich töte halt. Bist du auf der öffentlichen Fläche, genau. Bist du auf der öffentlichen Fläche? Ich bin neben dir. Ach da, hi. Da hinten steht. Oh, stehen zwei Skeletts, okay. Ja, ohne Skelette Spinne. Bringen uns halt echt nichts. Ja, außer Level, dann ne? Ist noch ein aber. Und die Spinne ist eigentlich gar nicht mal so. Oh, es leckt irgendwie so ein bisschen. Ich bei mir gerade nicht. So ruckelt. Also, nee, gerade eben ist die Spinne so komisch gestorben. Achso. Oh, wir werden in 5 Minuten gekickt. Ich hab noch ein Spinnenauge. Ja, ich hab auch schon 2 Stück. Also, gut, warte mal. Lass mal. Oder. Ah, jetzt ist die Frage. Ob wir uns jetzt einmal kurz treffen, damit ich zumindest schon mal die Päuschen auf mein Schwert baller? Ja, doch. Das wäre schlau. Ach, da hinten bist du. Ja, dann lass mal hier ein bisschen in den Wald. Oh, hier ist noch ein Zombie. Und ich habe gerade überlegt, was ist denn, wenn wir uns ein Schwert auf Plünderung verzaubern jetzt? Kriegen wir da nicht schneller mit Loots von dem Dingsamster? Ja, dann bekommen wir mehr Loots. Aber du musst halt auch erstmal Plünderung bekommen. Geht das nicht einfach? Einfacher? Also Plünderung ist doch so eine Schrottverzauberung, habe ich gedacht. Die eigentlich keiner haben will. Aber die bekommst du normalerweise nicht. Also nicht auf dem Buch oder so. Zumindest nicht auf den niedrigen Leveln. Glaube ich. Ja, das wäre jetzt ja nochmal eine Maßnahme. Warte, ich habe gerade noch einen Zombie gehört. Irgendwo. Ja, dann hör mit. Hörst du den auch? Ja. Da vorne sind noch 2, 3 Stück. Oh, hier sind, Alter. Yo, pass auf. Courage, der Creeper, Alter. Pass auf, hinter dir. Wow, noch ein Zombie. Passiert ja eh nichts. Noch nichts. Da ist noch einer. Das erste immer ins Inventar gucken, ist was. Ja, immer gucken, ob man eine scheiß Karotte hat, aber die sind so selten. Ja. So, okay, warte mal. Dann lass mal hier dann kurz, was ist denn das? Ach, Jäger Nias. Okay, alles klar. Ja, oder wir fighten jetzt echt hier einfach die Zombies erstmal tot. Das ist aber. Rapapam. Ja, sonst lass uns in der Folge echt einfach nur noch Monster töten. Weil die Frage ist ja. Oh, shit, Alter, hier geht's richtig weit runter. Die Sache ist ja auch, was man jetzt noch mal einmal sagen muss, ne? Venation, die haben jetzt auch schon, ne? Was man ja einfach sagen muss, die haben auch ein blindes Schwert, leider Gottes. Ja. Und, ja, das Problem ist, da haben wir noch weniger Chance als eh schon. Wow. Ich glaube, bei dir ist da gerade was explodiert, kann man sagen. Bam, bam, bam. Ja, der Knockback auf dem Schwert. Der noch? Ja. Der. Nee, das Knockback? Keine Ahnung. Das, der, die, das. Wer, wie, was. Wer, wie, was. Nee, das Knockback auf dem Schwert ist teilweise echt unvorteilhaft, weil die halt da so weit wegfliegen und dann gehen die Creeper meistens hoch. Wenn ich schnell genug den zweiten Hit lande. Oder weglaufe. So. Hey, wo. Was ist das denn hier schon wieder? Oh, ich habe einen Gang gefunden. Unauffällig zugebaut, würde ich das mal nennen, wa? Ah, aber hier ist, glaube ich, nur einmal kurz reingemint worden, wa? Ach nee, warte mal, hier geht's weiter. Hier sind einfach 1 Milliarde Skelette, aber so wenig Zombies. Oh, ich bin irgendwo gelandet. Was ist das denn? Ich bin irgendwo gelandet. Ich gehe mal hier kurz runter und guck mal. Tu das. Was ist denn hier los, ey? Warte mal, bin ich schon wieder bei... Ich wusste es. Was? Ich bin schon wieder bei der... Nee. Never. Was? Ich bin schon wieder bei der Base von Nodob. Und Halbzeling. Okay. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Alter, hier ist eine Kiste. Hier ist mega viel Stuff drin. Aber keine Karotten, oder? Das wäre jetzt einfach so nice.
Hier ist noch voll viel Zitrinenrüstung und Essen und Zitrinenohr und... Das Essen ist richtig gut, weil Essen haben wir echt nicht so viel. Essen. Okay, yo, nice, Alter. Denn noch irgendwas? Kacke. Es wird schon wieder Tag, aber bei Regen spawnen ja trotzdem welche. Echt? Oh, wir werden in einer Minute gekickt, ja, ne? Alter, what, ey? Yo, hier steht einfach mal deren Stuff, ne? Denkt man sich auch, nice. Aber die sind ja eh tot, muss man mal sagen. Sind ja eh draußen, ne? Wofür braucht man denn Schleimbälle? Die brauchen wir doch gar nicht, oder? Nö. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Ah, scheiße, die haben auch... Aber die haben Zuckerrohr gehabt. Meins? Nice. So. Okay. Aber sonst haben die auch nur Kacke hier. Oh, wir werden gekickt in 30 Sekunden. Ja. Scheiße, ey. Nee, hier ist nichts mehr. Kacke. Ich gehe wieder zu dem Haus, ne? Ja, ja, ich komme auch gleich hoch. Wieder in der nächsten Folge komme ich wieder zu dir. So, okay, ich laufe schon mal langsam wieder zum Eingang, wo ich hier auch wieder reingekommen bin. Ach, fuck, das war falsch. Okay, ich laufe dann doch mal. Ich bleib hier stehen. So, ich bleib jetzt hier stehen. Okay, gut. In 5 Sekunden werden wir gekickt. Ja, ich bleib hier so stehen. So, gut. Okay, alles klar. Das war's mit dieser Folge Minecraft Titan. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und cheerio. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.